Ja, richtig idyllisch hier am Kraftwerk Spullersee. Da brauchte man dringend gute Schweißer und Kremsmüller war zur Stelle, sprang ein mit ein paar wirklich guten Schweißern, die wir heute besuchen, mit denen wir kurz sprechen. Und wir sprechen auch mit dem Verantwortlichen der ÖBB, wie er so mit den Arbeiten zufrieden ist und wo die Herausforderungen bei diesem Projekt liegen. Los geht's! Wie gesagt, es sind insgesamt 6 Abschnitte hier. Und wir sind gerade am 1. Abschnitt und das Gefälle ist, glaube ich, 47%. Das ist alles komplett Felsen. Und ihr werdet jetzt auch mit dem Hubschrauber hinaufgeflogen? Super. Wie gesagt, wir sind jetzt insgesamt 8 Leute auf der Baustelle, 6 Schweißer. Die ÖBB hat uns, glaube ich, hat uns schon ein gutes Feedback gegeben, beziehungsweise die Baufirma Berg und Brunner, die uns beauftragt hat. So, jetzt habe ich es auch rauf geschafft auf die Baustelle, hier zur Steigleitungsstation Nummer 1. Ihr schweißt hier in einem Zelt, das ist immer so ein Verschlag, dort wo gerade geschweißt wird. Warum macht ihr das? Erstens einmal, das vor der Witterung zu schützen. Mhm. Es schneit teilweise, in der Früh ist es kalt und es ist sehr windig. Es geht darum, den Schutzgast zu schützen, dass wir eben keine Bohren und keine Fälle in den Schweißnaht reinbekommen. Okay. Also der Ross und seine Kollegen, die können schweißen, ja, ganz klar. Deswegen sind wir auch auf dieser Baustelle eingesetzt worden, weil unsere Fachkräfte da einfach gebraucht werden. Ist wirklich, wenn man das in Natura sieht, unglaublich steil. Sind wir echt stolz auf euch und danke für eure Arbeit. Ich sag danke. Der Herr Wippersberger ist Projektleiter hier beim Projekt ÖBB Kraftwerk Spullersee, ein eigenes Kraftwerk der ÖBB. Wie viele gibt's da? Wir haben österreichweit 10 Kraftwerke, die ÖBB zuverlässig und sicher mit Bahnstrom versorgen und das schon seit 100 Jahren. Dieses Kraftwerk ist im Jahr 1919, war damals Baubeginn, bis 1924 errichtet worden, ist jetzt fast 100 Jahre im Betrieb und natürlich gewisse Teile des Kraftwerkes sind am Ende ihrer technischen Lebensdauer. Also auch diese Steigleitungen, die wir da auf den Berg rauf sehen, werden erneuert und das bedeutet auch Arbeiten in unwegsamem Gelände. Wo liegen da die Herausforderungen? Die Herausforderung bei diesem Projekt liegt eindeutig in diesem Abschnitt. Das ist ein besonders steiles Gelände. Es ist bis zu 40 Grad steil auf einer Länge von 1,4 Kilometer. Es hat keine Zufahrtsmöglichkeiten. Es gibt nur die Zuwege zu Fuß bzw. mit dem Kabelkran. Eine ausgesprochen große Herausforderung ist es auch die zeitliche Abwicklung der technologisch sehr anspruchsvollen Arbeiten des Schweißens, des Rohrverlegens und des anschließenden Prüfens. Die ÖBB ist hier mit den Leistungen der speziell der österreichischen Stahlbaufirmen, die am Ort eine sehr gute Leistung bringen, zufrieden. Man kann am europäischen Markt nicht davon ausgehen, dass man solche qualifiziert hochgradige Arbeiten bekommt. Wir sind froh, dass wir in diesen schwierigen Zeiten, speziell im Hinblick auch auf Corona und anderen Dingen, diese Baustelle mit unseren österreichischen Partnern so gut managen haben können. Ja, wirklich beeindruckend, was unsere Kremsal hier leisten am Kraftwerk Spullersee. Die Schweißarbeiten sind wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Wir haben hier tatsächlich wieder unseren Ruf gestärkt, unseren guten Ruf als Kompetenzzentrum für die besten Fachkräfte der Branche, für die besten Schweißer auch, wie wir hier gesehen haben. Großartige Arbeit. Lieben Dank, liebe Kremsal, für euren Einsatz und bis zum nächsten Mal. Dranbleiben, abonnieren. Ciao.